erinnere ich mich. Das war der Spasti, der 8 Gate Adept Online gespielt hat. Da habe ich so fast gehalten gehabt und dann kam noch der nächste Warp und dann war ich tot. Naja, auf jeden Fall. Links oben gespawnt hier. Der blaue Proto spielt mit 1:0. Patient. Das sieht mir doch auch schon wieder verdächtig nach viel zu vielen Gates aus. Und er hat auch schon 3 Base. Und rechts unten, das ist der rote Proto aus Morrow. So, der Artimann. Ja, ich hatte schon schlechtere Co-Caster. Den Daniel zum Beispiel. Ja, war nur ein Spaß. Daniel ist ein guter Mann. Der ist ein guter Mann, so. Wusstest du, dass die Reaper-Mine Schaden auf Gebäude macht? Nein, tatsächlich nicht. Aber richtig auch nicht mehr. So viel, oder? 10. Ja. Naja, ich hatte mal 24 Reaper, dann hat der Spinecrawler aber doof geguckt. So. Dash and Terminal, nice. Da hab ich auch bedacht. Aber hier ist ein Base-Rate-Szenario, also Phoenix-Halluzination guckt sich das Ganze an. Also Patience sind hier die dritte Base raus, die Natural auch. Und guck mal, der Morrow fängt halt jetzt erst mit der Natural gleich an. Und da sind auch 2 Disruptor. Oh, Photon Overcharge, Disruptor, schieß doch! Ja. Oh. Schieß nicht! Ja, die haben relativ langen Cooldown, muss man sagen. Ja. Boah, ich find auch das Design vom Disruptor auch auf jeden Fall nicht schlecht. Das sieht richtig sick aus. Ganz ehrlich, wenn so eine Todeskugel mir irgendwie in den Weg kommen würde, ich würde richtig hart weinen. Ich würde schon sterben, bevor der irgendwas macht. Also ich meine jetzt nicht so vom Aussehen her, sondern so wie sie jetzt sie geändert haben. So. Das mit dem Reinfahren fand ich halt nicht so geil. Ich finde sie tatsächlich ein bisschen stark, muss ich sagen. Sind schon stark, aber wie viel kosten die? Gar nicht so viel, glaube ich jetzt. Okay. Also wenn sie ähnlich viel wie einen Kolossus zum Beispiel kosten würden, dann finde ich das auf jeden Fall bessere als Kolossus einfach. So von der Dynamik her vom Spiel und so. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel sie gerade kosten. Müsste man mal googeln. Aber das Ding ist halt, ich finde halt ein bisschen doof, dass du nichts gegen das Ding machen kannst, außer ausweichen. Also wenn ich slowen könnte oder abschießen oder irgendwie was. Aber ich kann ja nichts dagegen machen. Weißt du, wenn ich das angreifen würde und es würde langsamer werden, je mehr Schaden das kriegt oder so. Irgendwie sowas, aber dass ich da gar nichts gegen tun kann, finde ich irgendwie ein bisschen. Aber fandest du zum Beispiel den Reaver in Brood War OP, weil das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Nee, aber der war dumm. Der war unendlich dumm. Der hat geschossen und dann blieb der am SCV kleben oder am Gebäude und hier ist die KI ja schon deutlich besser. Sprich, der fährt da rein und der zerfetzt halt, der macht halt auch viel Schaden. Der Reaver hat auch viel Schaden gemacht, aber AOE-Effekt war, glaube ich, ein bisschen kleiner vom Reaver gefühlt. Und die Einheiten waren generell dummer, die waren nicht alle so im Deathball zusammen, weißt du? Hier ist ja alles viel näher beisammen. Die Marines sind ja alle gespreadet gelaufen, sprich, selbst wenn der Reaper... Boah! Oh. Baboom, Junge, in dein Gesicht! Der Disruptor ist übrigens immer Play der Woche, wenn es im PvP geht. Haben wir Game Sound? Echt? Hörst du die Probes nicht? Bist du jetzt auch noch taub? Ich hab kein Chrono. Hörst du die Probes nicht? Bist du taub? War super leise. Nein, finde ich okay. Wie auch immer. Du findest sie okay? Dann ist es auch mit meinem Headset leise. Ich höre fast gar nicht. Hörst du ein Chrono? Nee. Ja, aber schnell. Oh. Was ich halt auch sick finden würde, ist, wenn man halt zum Beispiel, wenn beim Aufschlag, also kann man die noch micron? Die Geschosse? Ja, klar.